Einen wunderschönen guten Tag zusammen und herzlich willkommen zu einem ganz besonderen Video. Ein neuer Questbar. Lemon Cake in der Sorte, für mich zumindest neu, den gibt es schon seit einigen Monaten, allerdings nur in den USA. Und er ist erst jetzt in Europa angekommen. Wir haben im Questbar Top 10 Video drüber geredet. Falls ihr schon gesehen habt, schaut es euch mal an. Falls ihr es noch nicht, wisst ihr, manchmal bin ich so durch, dass ich so einen Unsinn erzähle. Das ist so, es gibt ja Leute, die machen so ein Skript und sowas für Videos. Ich mache das nicht, wir machen das zusammen, wir entdecken zusammen die Produkte und ich quatsche einfach drauf los und das geht meistens immer gut, aber eben auch nicht immer. Und ich bin auch so einer, ich denke manchmal schneller, als ich spreche und dann passiert sowas auch. Also das ist manchmal so ein bisschen komisch. Egal, darum soll es nicht gehen. Die sind jetzt zum Beispiel, habe ich euch auch gesagt, über Beast Mode bekommt ihr den hier schon. Wenn ihr 10% sparen wollt, könnt ihr den Code FOODLOVE benutzen, dann könnt ihr mal auswählen. Denn es lohnt sich 10% zu sparen, denn wir kommen direkt zum größten Kritikpunkt von diesem Riegel, aber auch eigentlich von allen anderen Markenriegeln. 2,50 Euro, 2,49 Euro regulär für einen 60 Gramm Riegel. Das ist heftig. Das ist aber, wie gesagt, auch bei anderen Markenriegeln so. Es gibt sogar Riegel, die noch teurer sind, wenn wir da zum Beispiel mal an sowas denken wie Achieve war, glaube ich, teurer auf pro 100 Gramm oder auch Atlas Smart Snacks. Ist aber auch eine kleinere Firma, die wiederum dann wahrscheinlich weniger Marge sogar haben als die hier, obwohl die Riegel teurer sind. Deswegen, Proteinriegel sind alle viel zu teuer. Kauft sie euch nur, wenn ihr da wirklich was dran findet, so einfach mal so oder einfach mal aus Interesse. Aber so dauerhaft geht das schon ziemlich ins Geld. Da lohnt es sich dann auch, große Pakete zu kaufen. Aber zum Probieren ist sowas praktisch, mal einzeln zu bestellen. Und wir gucken uns jetzt mal diese Sorte an, die ich, wie gesagt, noch nicht kenne. Ich habe sie mir noch nicht angeguckt. Wir machen das jetzt hier zusammen und ich freue mich richtig drauf, denn ich liebe Questbars, das wisst ihr. Und ich bin sehr gespannt, wie das neueste Ding hier mir schmeckt. So, Lemon Cake hier die Sorte, nicht Lemon Cheesecake, damit nicht zu verwechseln, sondern quasi einfach nur Zitronenkuchen. 4 Gramm Netto Carbs, 1 Gramm Zucker, 15 Gramm Ballaststoffe. Die Ballaststoffe kommen von den löslichen Maisfasern. Das ist ja dann, die haben ja irgendwann mal den Ballaststoff ersetzt. Die hatten ja vorher Oligosaccharid-Sirup. Und der war ja durch Studien, hatten sich dann rausgefunden, die hatten vorher ein bisschen nicht korrektes Marketing betrieben, von wegen, dass der ein Low Carb ist. Der Riegel stimmt aber nicht, weil dieser Ballaststoffsirup eben abbaubar ist und damit den Insulinspiegel hat steigen lassen. Natürlich nicht so krass wie Zucker oder Kohlenhydrate, aber hat schon steigen lassen. Und das hier soll mit dem hier weniger so sein, beziehungsweise gar nicht mehr oder fast gar nicht mehr. Deswegen haben die das dann irgendwann mal ausgetauscht. Dadurch ist natürlich auch der Geschmack deutlich anders geworden. Wie gesagt, ich habe diese neuen Questbars noch nicht alle durch. Sie schmecken auf jeden Fall ein bisschen anders, sind teilweise aber immer noch super lecker. Aber es gibt auch nach wie vor ein, zwei Sorten, die richtig gruselig sind. Proteinmischung, Milchproteinisolat, Molkenproteinisolat. Und das Wichtigste bei Questbars auch, kein Kollagenhydrolysat. Das hat man hier nicht drin und das ist durchaus ein positiver Punkt im Vergleich zu anderen. Mandeln sind drin, Qualitätsmerkmal Wasser, Erythrit kann man auch als Qualitätsmerkmal betrachten, kostet Geld. Natürlich Aromen und das ist das, was bei Questbars mit am besten ist. Die haben teilweise sehr, sehr gute Aromen. Kritisieren kann man durchaus das Palmkernöl. Hat man weniger als 2%, hat man noch Zitronenpulver drin. Das ist auch positiv. Sowas findet man bei Riegeln selten, dass dann da richtige Zitrone drin ist. Meersalz, Xanthan-Gummi, Backpulver, Stevia. Damit wird dann eben auch noch gesüßt. Also Stevia und diese löslichen Maisfasern, die süßen das Ganze wahrscheinlich mit Erythrit dann so zusammen. So mit dem Lecithin. Also Qualität muss man bei Questbars sagen, von dem Palmkernöl abgesehen, aber da haben wir schon tausendmal drüber diskutiert, wirklich hochwertig. Das kann man durchaus sagen. Da sind Sachen drin, die Geld kosten. Pro 100 Gramm nur 300 Kilokalorien, liegt an den vielen Ballaststoffen, also ein sehr kalorienarmer Proteinriegel, einer der kalorienärmsten, 10 Gramm Fett. Dann haben wir 40 Gramm Kohlenhydrate, aber davon eben viel von diesem Ballaststoffsirup und Erythrit zum Beispiel auch. Davon nur 1,7 Gramm Zucker, Eiweiß 33,3. Also durchschnittlich viel. Boah, jetzt, oh Mann, ich bin so gespannt, ihn aufzumachen. Ich freue mich drauf. Und er ist auch hier hergestellt in den USA. So, warum kriege ich das jetzt hier nicht auf? Der magische Moment, wenn ein neuer Quest was aufmacht. Er klebt natürlich wieder wie Sau, das liegt an diesem Sirup. Oh nee. Ich wollte die Tüte eigentlich nicht ganz aufreißen, aber lässt sich nicht vermeiden. Yeah! Er erinnert dann, und das macht Questbar eben auch ganz oft ganz gut, oder Quest Nutrition ist die Marke dahinter, dass sie das, was es sein soll, anhand der Optik auch in gewissem Rahmen immer nachahmen. Hier haben wir quasi so eine Zitronenglasur oben drauf. Das hier könnten, weiß ich nicht, Mandeln oder Schokostückchen sein. Ne, das ist eher so Schokostückchen. Habt ihr das da drauf, dass da Schokostückchen drin sind? Nee, eigentlich nicht, aber das ist irgendwie, sieht für mich aus wie so Schokostückchen. Hier sind dann die Kuchenstücke, das könnt ihr hier sehen. Das haben wir zum Beispiel auch beim Maple Waffle. Also, ne, Kuchen,
Stücke wie beim Zitronenkuchen, Zitronentopping wie beim Zitronenkuchen, also das passt. Das ist aber hier, ihr seht das von der Konsistenz, ne? Das ist ja gummiartig. Hier haben wir jetzt mal den Querschnitt, hier haben wir dann nochmal diese Schokostückchen oder sowas und hier so kleinere Keksbrösel. Ja, jetzt der erste Moment, ein Quesper. Er riecht sehr zitronig und ich finde tatsächlich, ihr könntet vielleicht meinen, dass ich voreingenommen bin, aber das stimmt nicht, nur weil ich Quespas mag. Es gibt Quespas, die widerlich sind, bitte kauft die nicht oder probiert sie mal aus und dann kauft sie nie wieder, weil ihr wahrscheinlich auch sagen werdet, dass sie nicht schmecken. Ich bin einfach nur ein Quespa-Fan, ja, aber wenn etwas nicht schmeckt, dann sage ich euch das. Und wenn ich jetzt, was ich gerade eigentlich ansetzen wollte, sage, das riecht sehr natürlich nach Zitrone, dann meine ich das auch so. Ich finde, der riecht nicht so künstlich nach Zitrone. Viele Riegel riechen nach so diesem Backaroma-Zitronenscheiß. Hier ist richtig Zitrone drin, das riecht man auch. Ein bisschen zäh. Nicht so krass zäh, wie sie früher waren, habe ich das Gefühl. Ein bisschen mürber. Oh, die Oma-Nachbarin schneidet ihre Rosen. Zitronig, ja. Tatsächlich riecht er zitroniger, aber als er schmeckt. Aber man hat eine deutliche zitronige Note. Ja, ist gut. Ich muss mal gucken, dass ich hier so ein Kuchenstück rausbekomme. Die erinnern tatsächlich so ein bisschen an diese Maple Waffle. Maple Waffle. Ich sage immer Waffle. Ja, mein Gott, schreibt in die Kommentare, das wird aber Waffle ausgesprochen. Ist mir doch egal. Maple Waffle. Die sind so ein bisschen mürb, diese Kuchenstücke. Ich finde den lecker. Ich finde den wirklich gut. Ich finde, es gibt manche Quespas, die machen aber diesen individuellen Geschmack. Ich finde zum Beispiel Cookies and Cream ist das beste Beispiel oder Cookie Dough. Ich finde, Cookies and Cream schmeckt so unglaublich nah an Cookies and Cream und Cookie Dough so nah an Cookie Dough wie sehr wenig andere Riegel. Der hier schmeckt schon in Richtung Lemon Cake, aber er schmeckt nicht ganz so authentisch wie das, was er sein will, wie die anderen. Sie schmecken alle natürlich irgendwo auch künstlich. Ihr habt jetzt keinen richtigen Kuchengeschmack. Es sind immer noch Proteinriegel. Ihr habt immer noch einen Maisfasersirup drin und dieses und jenes und Stevia. Das kriegt man auch ein ganz bisschen mit. Das darf man halt nicht vergessen. Aber im Vergleich zu Proteinriegeln machen diese das hier einfach richtig gut, wie ich finde. Aber denkt dran, es gibt viele Leute, die hassen Quest-Bars. Deswegen kauft euch bitte nicht gleich eine ganze Packung, sondern probiert einfach erstmal. Der neue Lemon Cake schmeckt mir jedenfalls gut. Wenn ich ihn jetzt spontan in die Top-10-Liste einordnen würde, dann würde er sicherlich nicht bei 1, 2 oder 3 landen. Aber so Platz 6, 7 ist durchaus denkbar für mich. Ja, und das war's auch schon. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Vielleicht habt ihr ihn auch schon probiert. Ich würde mich freuen, wenn ihr mir dann eure Meinung in die Kommentare... Jetzt muss ich nochmal dieses weiße Stück hier probieren, diesen Brocken, die hier drin sind. Das ist auch so eine Art, so wie diese Zuckerglasur oben ist das. Ja, sowas in der Art ist das. Ein schöner Riegel. Eure Meinung gerne in die Kommentare. Danke fürs Zuschauen. Macht's gut und ciao.